Leute, hier ist wieder euer Checker Ben. Jo Leute, was geht? Checker Ben ist am Start und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Boom! Wir gehen jetzt zum Friseur. Babse? Reserved. Natürlich, ich muss Digga. Nicht mal gescheit, ne? Aber ja, Bruder, zu früh abgebogen, ich, hab diesen Selfie-Stick jetzt dabei, weil, raus, weil ich Papsi jetzt gleich filmen muss. Also, was machst du heute beim Friseur? Seiten. Seiten ist links, ist links. Links. Ist links, links. Seiten schneiden. Seiten schneiden. Fresh machen. Bist du ängstlich? Ängstlich? Auf den Friseur sagst du? Ja. Von dem. Weiß ja was. Ich glaube, er wird mich richtig hart ficken, Digga. Ich glaube, ehrlich, er wird mich richtig ballern. Ich finde, dein Englisch ist ja ganz gut, aber ich Englisch, weiß nicht. Mein Englisch ist geil. Ich weiß nicht, ob du so die Friseur-Vokabeln drauf hast. Wo Friseur sagst du? Hier, ich sag, du mach ein. Zero und hier ein Zero with Übergang. So, dann gut. Okay. Mach ich so? Dann gut. Ja, okay. Machst du filmst du alles? Ich filme alles. Und dann machst du so schnell Ablauf. Stativ, Digga. Und dann machst du so schnell Ablauf. Ja, ja, ja. Oh. Heute ist das Wetter gar nicht so geil, meiner Meinung nach. Ja, es fängt gerade an ein bisschen und es ist ultra windig. Da ist er, Jungs. Da ist der Friseur. Sieht aus wie ein Cannabisladen. Nehmt da nicht der Cannabisladen, Bro. Ach so. Also hier ist der Cannabisladen. Ich habe auch drauf abbekommen. Und hier ist der VIP Barber. Vorher. Wo seist du? Und nachher. Kommt dann gleich. Okay. Ich werde das Bonus geben. Aber das kann ich nicht gerade eben. Na nicht. Nervös? Nervös. Nein. Similar landscape, different sub-zero temperatures. No known settlers, two moons pulling us across. This development, we crash land into it. Interesting predicament. Look. Ihr geht da nicht rein, ihr geht da nicht rein. Nein. Ja, frag mal, Papse. Ja, frag mal. Darf man noch fragen? In Deutschland ist es eh illegal jetzt so. Fragen kostet nichts. Fragen kostet nichts, Jungs. Komm, frag mal. Ich hoffe, deine Mom kommt das Video, Bro. Yo, Mom, ich will nur fragen. Vielleicht schmeckt doch einfach nur. Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Weil ich lange geschlafen habe. Ja, wenn du dich nicht traust, ich gehe mit dir rein. Ich komme auch mit rein. Ja, der 15-Jährige. We have THC. In this month. Ese menos. This is a little bit and this more. Bart, Digga. Okay, thank you. Ich bin sein Guter. Und was haben Sie? Was haben Sie? Die haben viel oder wenig? Die haben wenig. Wenig was? THC. Was ist THC? Weed. Und die haben wenig? Ja, die haben viel. Papse, wir holen uns rein. Hier riecht's schon vercrackt, ich will hier raus. Echt, in dem Crackladen riecht's vercrackt? Oh, das hätte ich nicht gedacht, Bro. Wir sind hier gerade in so einem Kappenladen. Papse hat sich schön eine Cap designs und ein Handtuch. Nein, für meinen Dad und für meine Mom. Bruder, so gut. Richtig, Christoph aber auch, richtig Christoph guter aber Sohn. Auch, Christoph auch. Was hast du gemacht? Auch eine Cap für meinen Vater und für meine Mutter auch ein Handtuch. Und ich habe noch für unser Seitenbank-Team hier Design. Und wann können wir das abholen? Nach 18 Uhr. Ja, da gehen wir dann später mal vorbei, dann zeige ich euch, wie das aussieht. Jetzt noch im Taschenladen drin, weil Kevin hat überlegt, sich noch eine Scholle wegzuholen. Vielleicht findet man ja hier für ihn was. Ohne Witz, ich glaube, den hole ich mir. Hola. Boah, welcher ist krasser, Jungs? Boah, der ist schon geiler. Der ist schon geiler, ich finde den geiler, aber der kann. Nee, wegen Aufmachen ist der krasser. Aber, ist original gut? Ja, original. Scoopy. Original. Ohne die Original. Guck mal, wie viel das kostet, weißt du? Romantisch. Ist es? Scoopy, was kostet? Boah, ich hätte schon Bock. Der ist krasser, was kostet der? Aber ist es ein Mädchenzeichen da? Nein, der ist cool. Nein. Okay. Frag mal kurz. Let me check. Dein Konto erstmal noch abchecken oder was? Ja, aber das hab ich gerade mit Karte gezahlt, gell? 40 hast du gerade gezahlt. Das ist ein Schrei hier, aber.
Der Verschluss ist halt cool. Der geht 10 auf 12, oder? Das kostet ja überhaupt. This is 1995. I'm student. Ist verrückt. This is 1995, 18 euros. 20 euros? Yes. 20, 18. 15. 15, Fuck, 12. 12 for this. Come. 15, brother. 15. Oh, 15. Komm, I'm student. Tu mir was Gutes, Bruder. I'm student. Das ist so geil, Mann. Nimmst du so oder ein Titten? Fresh, Digga, die ist geil, Mann. Der ist cool. Aber natürlich, der ist. Oh, wie geht er auf? Das geht safe irgendwann kaputt, Digga. Guck dir mal das an. Bruder, das reicht. Ich sag, für 15 Euro ist das ein Schnapper. Von Original Gucci für 15 Euro. Stark. Zufrieden, oder? Safe, Bro. Guck mal. Richtig krasse Sachen geschossen. Gucci, Digga, hier, Junge, hier. Ist echt zum. Wie heißen die alle da bei uns in Karlsruhe? Da weißt du, die mit Vollbart. Die Kanaken. Ja, genau, ich kann nacken. So, wieder zurück im Hotel. Jetzt erstmal Mittagessen. Mittagessen fotzen. Und wie ist heute Essen? Scheiße. Zweiter Take, Leute. Immer noch schlecht? Ja. Also nicht verbessert, jetzt sind sie gut. Kein Fleisch? Nee, Bro. Fleisch ist zu schlecht. Wir probieren heute mal Pesto. Nudeln müssen gut sein, Digga. Ich esse nie Pesto daheim, aber heute probieren wir es. Also an Nudeln kannst du nichts falsch machen. Mein Dad hat auch Pesto genommen. Ich glaube, Pesto kommt an. Okay. Ja, beiß richtig rein, come on. Oh mein Gott, es geht sogar. Er hat bitte, nicht verkackt. Schneid da mal bitte. Hä, das ist nicht roh. Wow. Das ist gut. Der Wahnsinn. Ist nicht voll knorpelig. Ist gut. Oh, so, jetzt gehen wir irgendwie zu so einem Leuchtturm. Hast du Bock? Ja, nicht so. Wir müssen irgendwie laufen voll weit. Ja. Voll Arsch. Wir laufen jetzt alle. Fabse auch dabei. Bato. Ja, hier, Fabse. Fabse hier. Der eine hat einfach Schlappen, Mann. An der Wanderung. Ja. Das ist keine gute Idee. Mein Fuß tut aber weh. Ja. Ja, der Wichser reingesprungen ist, der hier gesehen. Wir haben jetzt schon zweimal verlaufen und sind jetzt hier in so einem Bambusweg. Hallo. Ich weiß nicht, ob wir jemals ankommen. Ne, ich glaube nicht, aber. Oh, da lang? Ja, da lang hört sich gut an. Wie lang? Ist so nett. Ja, das Teste hier. Jungs, weiter geht's. Verrückter Weg. Ey, das ist eine Dinger. Wie heißt die Pflanze noch? Wie heißt die Frucht nochmal? Ingwer. Ingwer, du hast einen Ingwer. Krass. Ja. Buddel aus, nimm mit. Jungs, aus, Buddel. Hier kommt Kung Fu Panda wegen Bambus und alles. Der kommt alle und frisst uns. Kung Fu Panda? Ich hab die Filme gar nicht geschaut. Oder Nashorn. Nashorn. Mann, Junge, ich hab Angst vor Zecken. Das ist ein Grenzproblem, sag ich. Oder so eine Schlange von oben. Ja, guck dir mal, was sind das für Blüten? Das ist keine. Ich glaube, das ist der letzte Vlog, der auf deinem Kanal hochkommt. Digga, hier liegen Knochen. Hallo. Das kann nicht richtig sein. Oh oh. Und der hat Latschen an, Mann. Ich hab so null Bock mehr. Du passt hier so nicht hin mit deiner Kette und der Brille. Bruder, ich hab so null Bock mehr, ich schwör's dir. Oh. Bruder. Ah! Jo. Ey, ich rutsch. Ah, ich rutsche! Mach den hier. Schneller, Liam, wir verlieren Anschluss. Die Fresse. Los! Hier ist irgendwas durchgefahren. Natürlich. Hier selbst so Enduro-Track. Die Leiche, Bro. Jo, oh. Was geht? Ich trage jetzt Ben zum Leuchtturm. Oh, ich kann aber nicht mehr. Schaffst du es, Benno? Ja, locker. Nicht mehr lang. Nicht so schnell, Digga. Wow, es ist anstrengend. Egal, es geht noch.
Noch geht's. Auto! Falsche Richtung, Benno. Geht's bei dir noch, Lukas? Lukas, du hast ein bisschen Wasser im Gesicht. Du bist ins Wasser gefallen. Das anstrengen sie uns. Und ich habe auch noch die Verantwortung. Jetzt Gruppenfoto. Tiger. Digga, das ist crazy. Das ist einfach ein Tier. Ich sehe es nicht mal auf der Kamera. Es tarnt. Es tarnt sich. Genial. Genial. Riesig. Genial. Digga, anpassungsfähig. Ja. Das ist immer anpassungsfähig. Anpassungsfähigkeit. Man muss sich immer angewöhnen an die Natur. Anpassen. Anpassen, meine ich ja. Digga, das Ding ist verrückt groß. Ich hoffe, ich hätte so angefasst. Voll geiler Ausblick. Ich hoffe, das hätte so angefasst. Auf einmal sind wir bei einer Tennisanlage. Mit Kinder, Digga. Ich sag's nur. Wir sind da, aber er hat zu. Nur auf dem Samstag und Sonntag. Für rein. Ja. Am Wochenende nicht. Halb schon hergelaufen. Für eine Tunnelleuchtung. Digga, der Weg wird viel zu anstrengend für das. Also morgen nicht öffnen, aber jetzt nicht. Dann lass morgen nochmal einfach kommen. Oder? Hey, Kevin kann das überhaupt gar nicht. Der Ausblick ist aber stark. Achtung! Das ist gar nicht stachelig. Die kann ich jetzt trinken. Oder es gibt aber auch Kakteen, die sind. Wir haben einen Kaktus gefunden. Hallo zu gehen! Wir haben einen Kaktus. Ich schneide ihn auf, ich brauche Wasser. Oh, bitte geh weg mit dem Kaktus. Ja, das ist ein bisschen gefährlich. Schneid ihn mal auf, warte mal. Nimm mal ein anderes. Lukas! Komm mal hier. Schäftig. Oh ja, schön. Wow. Wo soll da jetzt Wasser sein? Ist aber feucht. Guck da so. Ist crazy. Voll krass, sieht aus wie so eine Kaktus. Ja. Bruder, das sind 80% Gefälle. Ja. Wir hätten die 9-Minuten-Wanderung haben können oder die coole 1-Stunden-Marken-Wanderung. Die 1-Stunden-Wanderung bevorzuge ich. Ja, ich nehme die Treppe, Jungs. Hier die Treppe ist besser. Ja, ich nehme die Treppe. Nach der langen Wanderung sind wir wieder am Strand. Strand war wie die ersten 2 Tage oder so. Immer. Ui, Benno. Ja, die Pommes sind crazy aus. Übel geil, ne? Und? Ich bin mehr auf. Aber weil du Eck bist, ich will jetzt erst besser. Fabian Bieringer bestellt sich ein Tuna-Sandwich. Ja, mit dir in Urlaub gehen, gell? Das letzte Mal, wo ich mache. Und isst kein Thunfisch. Ja, ich bin ein realer YouTuber, Digga. Was passiert? Sagst du, du machst halt nur Scheiße, dann kommt halt alles rein. So. Erik, sagst du, du gehst nochmal mit Ben in Urlaub? Nie wieder. Digga, sag mal bitte, wie dumm du bist. Effizient, Bro, für dich, Ben. Warum bestellst du das, wenn du kein Thunfisch isst? Bro, ich dachte, aber schreib in die Kommentare, F für Ben. Warum für mich, Digga? Ich will nicht mit dir in Urlaub gehen, du Spaß. Ja, mach auch mal sehr gut. Geil. Aber ich hab's mir nicht so ekelhaft vorgestellt. Ja, ich kann mir das gar nicht so schnell. Nein, nimm's aus dem Glas.
Nein, mit Eis ist es noch ekelhaft. Ekelhaft. Kann ich mir gar nicht so ähnlich vorstellen. Oder es ist. Es war ganz kurz davor, dass es wieder rausgewirkt hat. Aber daraus hast du es ja auch getrunken. Ja, da war keiner. Digga, hätte sich die Roulette doch wieder. Hätte nicht stimmt. Mit Eis und mit Wasser. Ja, mit Eis und Wasser. Jo, Alter. So links, rechts. Hapste, mach mal den Motor an. Ich glaube oben links, ja, bei der Armlehne. Ich weiß nicht, wann die Dinger fährt. Schau mal. Wir gehen jetzt Paddle spielen. Achtung! Anscheinend sind da jetzt alle Plätze voll und wir können nicht spielen. So eine Scheiße, Mann. Frechheit! Aber irgendwie. Das ist richtig traurig, gell? Irgendwie, es sieht auch nicht so krass aus. Benno, was sagst du der Sportart? Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also. Sieht immer cool aus im Fernseher. Guckst du es im Fernseher? Nee, ich hab's halt so. Mal wenn man es durchskippt, so auf Sport. Also wenn, echt? Wenn danach ein Fußballspiel kommt oder sowas. Digga, ich hab halt die Sportart noch nie im Fernseher gesehen. Doch, ich hab's schon gesehen. Also ja, sieht eigentlich ganz spannend aus, aber wir sind halt Arsch, deswegen. Ne? Ja. Denke ich, wird's nicht so krass. Die da hinten trainieren das auf Ernst. Also die machen die Sportart einfach. Aber du weißt ja den, oder? Also ich glaube, man darf, glaube ich, einmal an die Wand den Ball haben. Der darf an die Wand, ja. Das ist, ja. Aber so oft ist egal. Sind ausgebucht, Jungs. Ey, keine Ahnung. Was? Und einmal halt auf dem Boden, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wenn er rausgeht, also wenn es auf den Boden geht und dann raus, dann darf man trotzdem weiterspielen. Weil der hat nicht zweimal Wand berühren, oder? Nee. Was? Gehen wir jetzt einfach wieder? Das kann nicht sein, Mann. Doch, ist auch gewesen. Bruder, wir sind hier safe 30 Minuten hergelaufen. Mann. Ja, dann gehen wir jetzt wieder. Hab's organisiert das. One paddle tennis place we will play. We are 20 players. No, it's all booked. I already told him. It's all booked. We have everything reserved. How long are you booked out? Till 11 o'clock p.m. 11 o'clock? Yeah. Und da ist ein Scheißlader, komm. Nick, wir müssen kurz sagen, was wir erbeutet haben. Gib mal her. Ja, weil die Wichser uns nicht spielen lassen haben. Bis um 11 haben die gesagt, ist alles ausgebucht. Was denken die, wir sind aus Deutschland? Cap gescannt und Ball. Gib mal den Ball wieder. Und jetzt sind die noch baden. Digga, wäre mir ja viel zu kalt jetzt, ne? Wir sind jetzt gleich wieder beim Cap-Laden und holen die Caps ab, die ich heute Morgen bestellt habe. Und Benno packt. Pack ihn! Pack ihn dir! Das ist extra für dich. Das darf ich extra für dich, Benno. Warum machst du sowas? Das tut mir leid und deswegen habe ich. Was ist das? Das ist ein richtig geiler Verschnitt. Was juckt mich das? Doch, vertraut! Das habe ich vorhin auch benutzt. Warum machst du sowas? Bruder, jetzt zeig mal hier auf Kamera, wer der Boss ist. Nein, Digga! Nick wird gepackt, Jungs. Du verfickter Umweltsünder. Was hat er gerade zu dir gesagt? Pack ihn, Niklas, pack Nick! Pack ihn! Nick wird gepackt! Ah, Nick wird gepackt! Nick, du hast offiziell verloren, Digga. Also die sind jetzt fertig geworden. Empfehlung auf jeden Fall an Topheads. Starker Laden. Sieht cool aus. Ben, wie viel? Ich kaufe mir gerade Trikots. Was sagst du? Ja, safe. Gut? Ja. Gute Entscheidung? Ist okay, ist fine. Ist okay? Ja. Was sagst du? Du warst. Was die Jungs da gerade machen? Die holen sich ja, wie viel? 47. 47, 2. 2? Stabil, oder? How much kostet? Nick, was hast du da? Nick, bist du zufrieden? 20 Euro ist okay. Finde ich gut, oder? Ben? 25. Ja, ich bin so ein guter Verhandler, Digga. Mach nicht mehr. Ich bin so ein guter Verhandler. Das ist eine B-Produkt. Ja, das ist stark. Nein, das ist so. Calculate, Bro, calculate. Minus this.
again and you take 21. No, no, no. 21, can you do something? No, no, no. Nein, ich mach keine 20 Euro. Ich mach einmal mehr 20 Euro für den Scheiß. Das ist B-Klasse, das ist B-Produkte, Digga. Same price, gleiche. Nein, die sind fake. Same, gleiche, gleiche. Same price, Bro, das ist fair, das ist fair. Ja, der, was hier abgeht, gell? Der nimmt das alles und macht's in seine Tasche. Warum macht er es in Taschenrechner, Digga? Digga, weil er rechnet. Oder? Was gibt's denn zu rechnen? Das, Digga. Das ganze Geld ist in seine Tasche. Der Mann zieht mich hier voll ab. Ich mach, nein, der zieht dich nicht ab. Ich mach meinen Bruder gerade nur Trick. Der zieht dich nicht ab. Der zieht dich nicht ab. Also Jan hat sich das hier gezogen. Das ist 100% original. Guckt euch das mal an, Jungs. Jan, Junge. Original, Digga. Alles original. So, wir gehen jetzt noch zu Magis. Magis. Wir haben unsere Trikots geholt. Wir sind froh und stolz auf unsere Trikots. Jetzt gehen wir zu Magis. Was habt ihr für Trikots? Also ich habe Mbappé, Frankreich, Mbappé. Was hast du? Ich habe Ronaldo. Du hast vorhin noch gesagt, der hat keinen Bock auf ein MAP-Trikot, Digga, jetzt hat er auf einmal eins. Und Nick hat Neymar Junior. Also alle von Dinger, Nationalmannschaften. Zwei Burger, 3 Euro. Jan hat sich wieder, die Masse hat sich hier ein fettes Menü gezogen. Ich war noch nicht einmal bei Maggis, Digga. Ich verurteile dich nicht. Nur einmal bei Burger. Ich verurteile dich doch gar nicht. Ja, okay. Da oben ist übrigens unser Zimmer. Wo fetzen wir uns die Scheiße? Bro, in meinem Zimmer, Mann. In deinem Zimmer, okay? Ja, gerne. Hast du Hausparty? Auf Bett? Ich habe aber meine Karte nicht. Ja, lass du uns. Ja, dann gehen wir zu euch. Ja. Los, richte alles hin. Warte, warte. Das heißt Bier. Oh, ich hab auch. Ey, er hat auch. Ich hab auch. Er hat auch die Packung. Er hat auch die Verpackung. Ruben. Jetzt ist deine gar nichts mehr. Ich hab genau die gleiche. Ja, schade. Geschäftsessen hier. Boah, mit diesem Ausblick, Digga. Boah, Jungs, der schöne Ausblick. Wir haben es geschafft im Leben, weißt du? Wir haben gehasselt, Digga. Wir haben richtig gehasselt. Das ist Also, einen guten Appetit wünsche ich dir. Ich dir auch, Bro. Da wir morgen für die Busfahrt gut ausgeschlafen sein müssen, gehen wir jetzt schlafen. Levin und ich. 23:40 Uhr. Der Tag war anstrengend, wir sind so viel rumgelaufen, ich kann nicht mehr. Das war es eigentlich auch mit der ganzen Reihe, weil morgen ist die Busfahrt, was soll ich denn da filmen? Nichts. Haut da auf jeden Fall rein und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. She's coming for my in the bag, ain't nobody gets hurt, now I'm running from love, I'm not fast, so I'm making it worse, now I'm digging up the grass.